erkläre euch nun kurz, was kontraktile Proteine sind. Also, ihre Funktion ist, dass sie die Bewegung in Zellen und Geweben erzeugen. Durch sie können wir uns bewegen. Bewegen ist eben die Kontraktion der Muskeln. Außerdem sind sie integraler Bestandteil von dicken und dünnen Myofibrillen der Muskulatur. Und integral bedeutet hier eingelagert. Wichtige Vertreter sind Aktin, Myosin und Dynein. Dynein kommt in Geißeln, Zilien und dem Zytoskelett vor.